Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Dark Souls 3. Ach, ich muss mir unbedingt eine Liste machen, ne? So eine kleine Liste, die ich mir irgendwo hinhänge, damit ich es nicht vergesse. Bitte, die Spoiler. Spoiler sind auch bisher eigentlich echt keine passiert. Das funktioniert super, aber das Backseat Gaming, bitte aus den Kommentaren zurückhalten. Einfach am besten gar nichts vom Spiel erzählen. Gerne über mein Gameplay irgendwas in die Kommentare hauen, wenn es euch gefällt oder nicht. Aber so Spielsachen, Mechaniken, die im Spiel irgendwie eine Rolle spielen oder Positionen von Gegnern oder einfach dieses, das gesamte Backseat Gaming, auch wenn es nur noch so klein ist, haltet euch bitte zurück und haltet die YouTube-Kommentare frei davon. Ich wäre euch sehr dankbar, ich fände es super und damit gehen wir rein. Marius, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Freut mich. So. Jetzt ist es folgendermaßen. Irgendwie sehe ich mich aktuell nicht bei Jorm. Mir dauert das zu lange. Weit gekommen. Ja, schon ein bisschen Gas gegeben auch. Ich sehe mich nicht so wirklich bei Jorm aktuell. Ich bin am Überlegen, den einfach nach hinten zu schieben. Es gibt noch einige Ecken, die unerforscht sind. Und dass ich ihm möglichst viel Schaden mache, würde ich einfach das auf später verschieben und mir einen anderen Boss suchen. Ich mag sowas nicht. Ich bin eigentlich ein Freund davon, wenn ich einen Boss gefunden habe, dann will ich den auch platt machen. Aber jetzt da reinlaufen und einfach, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich Viertelstunde, 20 Minuten dauerhaft Bosskampf sein. Das ist der längste Bosskampf, den ich jemals gesehen habe. Mir ist noch nichts in den Sinn gekommen, wie ich... Ah doch, eine Sache wollte ich probieren. Stimmt. Eine Sache wollte ich probieren. Oft gegen ihn gekämpft. Nee. Ich weiß gar nicht. Dreimal, viermal, sowas in der Richtung wird es gewesen sein. Ja, so drei, viermal. Mich irritiert immer noch dieser Sturmherrscher. Das Großschwert, mit dem ich hier so tolles Sturmzeug machen kann. Ich habe überlegt... Das sind dann so die Sachen. Oh, warte mal, der lädt sich ja... Oh, das bleibt ja dann aufgeladen. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ha. Okay, der Angriff scheint jedes Mal gleich zu sein. Ob ich jetzt den schweren oder den leichten mache, ja, der ist immer der gleiche, aber dass sich das auflädt, Genau, ich wollte eine Sache ausprobieren. Mit diesem Schwert. Und ich denke, das werde ich jetzt mal noch machen. Und zwar ist die Idee, die ich habe aktuell, dass ich es auflade und dann erstmal normal versuche, ihm Schaden zu machen mit dem Schwert. Also gar nicht diesen schweren Angriff machen, aber wenn es aufgeladen ist,
versuchen, ihn damit anzugreifen, ob das einen Unterschied macht. Das habe ich noch, glaube ich, noch nicht probiert. Das werden wir jetzt mal testen. Kann ich jetzt an denen einfach vorbeirennen? Ja, ne? Also mehr Schaden gibt es aktuell nicht. Aber ich hoffe, er fällt vielleicht um, wenn ich... Okay, das hilft nicht. Aua. Scheiße. Was ist ein April-Scherz? Muss ich ihn öfter mit dem aufgeladenen Schwert treffen, dass er vielleicht stürzt oder sowas? War eigentlich meine Idee. Meine Idee war, dass er hinfällt, wenn ich ihn irgendwie mit diesem Schwert treffe. Aber ja, ist jetzt nicht passiert. Ich probiere es nochmal. Oh, du hast den MacBook geholt. Nice. Huch. Aua!
Oh. Oh. Okay. Alles klar. Es funktioniert doch. Okay. Okay. Oh, ouch. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Okay, er kann auf einmal springen. Okay, der erste Hit vorhin war einfach unlucky vorbeigegangen. Okay, nice. Dann ist der Kampf ja, das ist ja ein, das, also wenn das alles ist, dann ist Jorm ja. Okay. Erstmal den Feuerball in die Fresse kriegen. Yep. Das meinst du mit Aprilscherz? Ja, also ich habe mir schon fast gedacht, dass dass da irgendwie, dass ich irgendwas richtig gemacht habe und es nicht so funktioniert hat. Ja. Okay, das war jetzt auch wieder. Eigentlich, es war ein Treffer. Ich weiß nicht, wo der Hit hinging. Warte kurz. Jorm, warte. Eieiei, du kannst so schnell rennen, ey. Oh oh. Jetzt hat. Ah, das war vielleicht nicht so klug. Okay. Mein Gott, ist das ein einfacher Kampf? Gimmickfight, ja. Aber cool. Nice. Fürstenasche und Seele des Riesen. Stark. Let's go. Gimmickfight ist auch mal was Cooles. Hab ich ja bisher auch so noch gar nicht gehabt innerhalb von Dark Souls. Oh, was ist hier? Ah, da ist nochmal der Tipp. Also, wenn ich das auch noch gelesen hätte, dann wäre es mir klar gewesen. Es muss dieses Schwert sein. GG, Dankeschön.
Das muss ja voll hart für euch gerade gewesen sein, als der Hit durchgeht oder halt, als ich den Hit eigentlich irgendwie mache und das aber einfach nicht zählt und dann nichts zu sagen. Wer bist du? Mit dir habe ich schon geredet. Ah, du bist die Freundin von dem, ja. We spoke before on the road of Genau, sacrifices. ja. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep. Okay. And so becomes our destination. Hatte schon damit gerechnet, dass wir heute nur auf Jorn drauf kloppen. Ja. Wie bei Wendrick, genau. Ah, dass die Hitbox vom Schwert ein bisschen vor mir spawnt. Ah, ja, das kann natürlich sein und dich deswegen nicht getroffen habe. Aldrich's honest home is Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Gut. Passt. Aha, thou returned, and a fine day it is. So, hab. Jep, bin ich. Gucken wir mal, was dieser liebe Jorm für mich hat. Ein gigantisches Schild. Und seine Großaxt. Ha. 38 Stärke. Zweihändig könnte ich sie schon führen. Schwierige Entscheidung hier jetzt an der Stelle, weil. Aber eigentlich. Nee, ich hab schon diesen fetten Hammer. Diesen hier, den Großhammer des alten Königs. Ich habe ein Großschwert. Ich brauche nicht noch eine Großaxt. Was kann denn die? Kriegsschrei, ein Wertsschrei, der kurzzeitig den Angriff verstärkt, schweren Schmetterangriff ermöglicht. Okay. Schildschlag erhöht in Abwehrhaltung. Stößt in Abwehrhaltung den Feind mit dem Schild, um ihn zurückzustoßen oder ins Wanken zu bringen. Das Schild finde ich cool. Das Schild finde ich richtig cool. Aber 40 Stärke, dass ich das tragen kann, ne? Und das ist wahrscheinlich hundsschwer. Ich vermute aber, dass es mir eventuell ein bisschen was bringen könnte. Ich habe aber auch große Schilde bereits, ne? Ich habe auch. Ja, schwätzt du nur. Ich habe auch relativ große Schilde. Wo sind die jetzt? Sind die nicht hier? Da. 50 und 34. Anti-Fluch-Großschild. Eine wertvolle Waffe gegen Flüche. Finde ich eigentlich auch ganz nett, ne? Allerdings. Ich weiß nicht, ob ich noch so viel verflucht werde. Gut, auf Stärke gehen wir ja sowieso. Oder ich gehe eh auf Stärke noch. Ich glaube, ich behalte mal Jorns Seele. Aber jetzt platzieren wir mal die Fürstenasche.
Verfolgerschild vom Aussehen her, stimmt. Jorn war, glaube ich, ganz oben, ne? Ah, ne, hier. Einfach sein Schädel. Aber bei dem anderen waren es auch die Schädel, ne? Oh Mann, armer Jorm. Warum hast du dich denn dagegen gewehrt? Du hättest doch einfach mitkommen können, dich da hinsetzen. Wobei der Stuhl ist sowieso viel zu klein für ihn. Ich glaube, es ist nie beabsichtigt, dass der Typ hier sitzt. Es war nie beabsichtigt. Es sollte schon immer der Kopf von ihm dort liegen und nie er selber dort sitzen. Welcome home, I shall speak thine. Very well. Then touch the darkness within me, take nourishment from these. Genau, Stärke. Ja, komm, gehen wir einfach gnadenlos auf 30 hoch, passt. Farewell, Ashen One. Hast du irgendwelche was Neues? Nee, ne? Du hast nicht noch irgendwelche interessanten Dinge. Eine Fackel. Ich habe bisher noch keine einzige Fackel gefunden. Sollte ich mir mal eine kaufen? Ja, die hat auch coole Rüstungen hier. Aber das macht irgendwie, finde ich, für mich jetzt aktuell keinen Sinn. Ich kaufe mir mal eine Fackel. Einfach nur zum Schauen, was die kann. Weil es wurde nämlich auch da wieder in den Kommentaren gemeint... Ashen One? Die Fackel funktioniert irgendwie anders in Dark Souls 3. Tis good to see ye in good health. What needs smithin this day? Er ist auch so geil. What needs smithin this day? Ach, großartig. Großartig! So, also. Die brauchen wir ja in dem Fall nicht mehr verstärken. Ich meine, dieses Zauberding ist ganz nett, aber wenn das so viel Schaden an Riesen macht, kann ich die auch einfach, falls mal wieder ein Riese irgendwo im Weg steht, dem dann eine mitgeben. Das passt. Titanitbrocken habe ich noch nicht genug, um das hier weiter zu verstärken. Dann, wie schaut's denn mit meiner Feueraxt aus? Wo ist sie? Da. Die könnte ich noch ein bisschen, weil ich meine, ich habe jetzt eine Eis- und eine Feuerwaffe und dann gibt es bestimmt Gegner, die irgendwann noch, das mache ich. Die baller ich mal noch hoch. Oder warte mal, Moment, wie sieht's? Ne, die Eiswaffe, die brauchte ja, hier, die brauchte ja Funkeltitanit, genau. Ne, dann passt das. Dann habe ich eine Eis, eine Feuer und eine, so ein bisschen so eine Mischung, so eine schöne Mischung. Und einfach einen physischen Damage. Finde ich eigentlich ganz cool jetzt. Habe ich ein bisschen was zum... Hab was gegen Riesen, hab was gegen Feuerwesen, hab was gegen Eiswesen und alles andere kriegt einfach physischen Schaden auf die Fresse. So. Gut. Jetzt ist die große Frage. Also, nachdem ich den da hingesetzt habe, hat hier irgendwer anders noch irgendwelche tollen Infos für mich? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, ja, wir sehen uns dann dort. Ich war schon dort. Ja. Okay. Gottlose Hauptstadt. Also dort gab es noch eine Ecke, da ging es irgendwie noch ein ganzes Stück weiter. Dann ging es hier auch noch ein Stück weiter. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, das müsste dieses Leuchtfeuer sein, die Kirche von Joschka. Hier habe ich alles erledigt, da auch, also so meiner Ansicht nach, was glaube ich, dass ich hier alles gefunden hatte. Ja, okay. Ich habe keine Lust, aktuell weiter in der gottlosen Hauptstadt rumzulaufen. Die Gegner dort und das und die ganze, ich gucke mich da mal nochmal um.
ich habe keine Lust, mich zu erschrecken, auch wenn das mit dem Kerker wahrscheinlich vorbei ist jetzt, aber wer weiß, was da noch auf mich wartet. Deswegen schaue ich hier weiter. So, hier war, glaube ich, hier war ich Richtung Kerker gelaufen, genau. Was war da oben? Da war der leere Raum. Okay. Und hier ging es noch die große Treppe. Ich, Horror, vergiss es. Ich gucke keinen einzigen Horrorfilm. Keine Chance. Eigentlich, das sieht so nach Eisgegnern aus, ne? Eigentlich sollte ich hier vielleicht mal... Ah, wobei, da ist jetzt eine Feuerhexe oben. Nee, da passt der physische Schaden schon. Die guten Horrorfilme verzichten auf Jumpscares. Ja, aber das weiß ich ja vorher nicht. Vergiss es. Vergiss alles. Brauchst du mir gar nicht versuchen, irgendwie einen Horrorfilm schmackhaft zu machen. Keine Chance. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist zu viel los. Ey, stopp, 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 stopp. Könnt ihr bitte... Nein, ich bin in irgendeiner Ecke. Oh Gott, okay. Jetzt werden mir hier Horrorfilme angedreht im Chat. Ich glaub's ja nicht. Nee, vergesst es. Ich guck... Nee, keine Chance. Wenn ich mich mal erschreck oder so, hey, okay, mein Gott, passiert in einem Film oder so, kein Thema. Aber, also, das letztens, das war einfach zu viel. Es war alles zu viel. So, du standest, glaube ich, hier rechts, oder? Einer von euch. Nee? Bin verwirrt. Wieso kam da einer von oben runter, oder? Hä? Ja, geht ihr mal. Geht einfach weg. Das passt schon. Und das hier ist irgendwie... Nö. Okay. Gut. Von mir aus. Ey, nein. Dann halt Horror Games. Das ist noch viel schlimmer. Dark Souls ist schon echt schlimm genug. Mit so viel Schreck habe ich nicht gerechnet. Lol. Ach, lol. Okay, wow. FNAF. Was ist das? Oh, hi. Ja, komm. Kann ich das hier aufmachen? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Au, 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 au.
Bisschen mehr Ausdauer wäre eigentlich ganz cool. Ich brauche eigentlich ein bisschen mehr Ausdauer. Das muss ich beim nächsten Leveln unbedingt bedenken. Du kaufst mir den ersten Teil auf Steam. Vergiss alles. Blitzender Edelstein. Okay, also eine Blitzwaffe könnte man sich auch mal überlegen, ne? Bin minimal verwirrt. Ah, von da oben wahrscheinlich, ne? Okay. Na, das war jetzt aber Magie-Clown-Ring, okay. Das war obvious. Hier auch? Nee. Hä, hier geht's gar nicht weiter. Lol? Wait. Da oben ist ein Bossnebel. Habe ich irgendwo was verpasst? Irgendeine Abzweigung oder so? Ja, hier drüben. Das hier unten. Da geht's, glaube ich, dann vermutlich hoch. Hm, dann muss ich nochmal runter gucken. Das wäre so geil. Vergiss es. Kriegt ihr mich nicht dazu? Vor allem würde ich wahrscheinlich, und dann ist es gar nicht mehr so geil, einfach an einem Herzinfarkt hier drauf gehen. Und ihr könnt dabei zuschauen, ey. Nee. Komme ich denn da runter? Seva, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid, hey. Nice. Also, ich bin hart verwirrt gerade. Doch durch die Kathedrale irgendwie? Habe ich unten noch einen Weg verpasst? Das könnte sein. Also durch den... Weil von hier aus ja offensichtlich nicht. Nein, das war der falsche. Ach, egal. Das war der falsche Teleport. Wurscht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich doch hier drüber irgendwie noch... Dass ich da irgendwo mal eine falsche Abzweigung gelaufen bin. Also was heißt eine falsche? Ich bin ja offensichtlich richtig gelaufen, nachdem ich ja Jorm jetzt besiegt habe. Aber hier runter und dann irgendwo links durch irgendeine Tür oder so vielleicht. Mal gucken. Bin ich hier entlang? Ja doch, hier komme ich zum... oder? Ja, hier komme ich in diesen Blödsinn rein. War ich da hochgeklettert? Keine Ahnung. Anscheinend nicht, sonst hätte ich ja den Loot... Ja, ja, ist gut. Ach, klar fällt einer von oben runter, den ich vergessen habe.
Bin äußerst verwirrt. Muss ich doch unten durch? Es kann natürlich sein, dass ich doch unten durch muss. Dass doch der Hauptweg doch unten ist. Na, dann schaue ich mich mal dort um, weil das war jetzt irgendwie... Dass wenn ich hier... hier in die andere Richtung laufe, dass ich dann irgendwo rauskomme, wo ich hier die Abkürzung freischalten kann oder so. Und zwar da lang. Das mit Jorm vorhin, das war natürlich auch, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass das passiert ist, ne? Also ich habe den ja schon mal versucht, mit dem Schwert anzugreifen. Und habe zu dem Zeitpunkt dann auch keinen... was war hier nochmal? Ah, Löcher im Boden, genau, das war's. Aber Gegner waren hier, glaube ich, gar keine, ne? Nein, ah, verdammt. Nee. Gifttoxin. Oh, okay. Ja, das bringt mir natürlich einen Feuchten, wenn ich hier in der Grütze drin stehe, ne? Nun gut, dann ist es halt so. Fluchbissring. Läuterungsstein. Ja, wenn ich jetzt sowieso hier schon mal giftig bin. What the fuck? Auch das erste Mal gesehen, dass sie das tun? Dann kann ich auch mal kurz hier unten reinschauen. Beichtstein. Hallo? Wer da? Oh. Der Fingerbob. Oh, und er frisst mich. Danke. Ah, sorry. Nee, nicht mehr fressen jetzt. Ah, lass mich. Eigentlich will ich nur kurz... Ich muss gar nicht mit euch kämpfen, ehrlich gesagt. Was ist das hier? Läuterungsstein. Geht hier noch was? Nee. Und hier? Nee. Ja, dann gehen wir wieder. Mehr muss ich nicht wissen. Tschüss, ihr... Finger.
Hier bin ich, glaube ich, für einen Moment sicher. Was machen die Läuterungssteine? Reduziert Untoten Fluchsteigerung und hebt Aushöhlung auf. Ha. Ich glaube, den gab es im ersten Teil auch schon. Habe ich sonst hier was gefunden? Drachenkörperstein. Drachenkörper erlangen. Wie ein Drache grollen. Cool, das ist das gleiche wie auch im ersten Teil mit diesen Drachendingern. Bleiche Zunge, Beweis der Eintracht. Finstermondritter prüfen, ja, whatever, keine Ahnung. Haufen Upgrade-Materialien, auch cool. Und dann hatte ich noch was anderes. Ah ja, genau, Ringe. Und zwar den. Erhöht magische Angriffe auf Kosten der Schadensminderung. Okay. Ich krieg mehr Damage, macht dafür mehr Angriff. Okay. Pyromantie. Verstärkt Wunder. Verkürzt Zauberwirkzeit. Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Erhöht Fluchresistenz. Das dürfte eventuell wichtig werden. Wenn ich dieses Zeug hier bekomme, dieses ganze Fluchzeug, dann gehe ich stark davon aus, dass ich mich gerade in ein Gebiet begebe, in dem Fluchresistenz Thema sein wird. War hier auch so ein Fünf-Finger-Bob drin? Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, ich hatte auch gelootet, oder? Ach. Der pennt da und man kann gar nicht. Man kann gar nicht ausweichen, Schweinerei. Und du bist eine Mimika, die brauche ich jetzt nicht. Und hier komme ich nur von oben hin. Abfall, perfekt. Der lang ersehnte Abfall. Du passt hier rein? Okay. Gibt's hier irgendwo eine Leiter, die ich vielleicht frei machen kann, dass ich hier wieder, dass ich hier hochkomme? Nee, ne? Sieht gerade nicht so aus. Bleibst du jetzt da unten eigentlich? Weil wenn du da unten bleibst... Nee, natürlich nicht. Dann hätte ich jetzt die Mimika bekämpft. Und hier vom Dach aus, okay. Na gut. Das letzte Mal, als ich hier war, hat mich der Typ auf dem Dach ziemlich verprügelt. Weil ich zu langsam war. Und er mir einfach so hart eine mitgegeben hat. Ey, ja, genau das. Komm, eine noch. Upp. So. Was ist er überhaupt? Ah, Logan. Beziehungsweise er hat die Schriftrolle von Logan. Giftpfeile. Okay, okay, okay. So, dann schauen wir nochmal kurz. Einfach nur Götterzorn. Stimmt, er lässt sich ja rückwärts fallen. Ach, ist mir egal. Unnötiges Risiko, ich habe nur noch einen Flakon. Ich will ein bisschen Fortschritt machen hier und nicht gleich wieder von vorne anfangen. Ich bin gerade mal 3 Meter weit gekommen. So,
Hier war ich noch nicht. Nee, es ist wieder der Kerker. Ah, warte, hier ist der Riese, der schläft. Das grummelt hier so. Verstehe. Schlüssel des Wärters. Boah, nee. Wollt ihr mir jetzt sagen, ich muss... Ey, wo kommt ihr denn her? Hä, wo kommt ihr her? Hä? Hä? Muss ich echt irgendwie durch diesen Kerker durch? Das kann doch gar nicht sein. Also, irgendwo im Kerker jetzt was finden, damit ich... Fortschritt machen kann? Nee. Wo sind die beiden hergekommen? Hä? Die sind doch da gerade... Die sind doch da gerade reingebackt, oder? Das war doch ein... Das kann ja nicht sein, die sind ja nicht durch die Decke gefallen. Ha. Ja gut, ich muss unbedingt mein Inventar leeren. Oh oh. Hoppla. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm vielleicht. Nee, geht. LOL, das macht dem gar nichts. LOL, dann kann ich auch gerade das andere Schwert nehmen. Ach, wow. GG und so. Das bringt überhaupt nichts bei denen. Ich dachte, jetzt habe ich eine coole Waffe gegen alle möglichen Riesen. Aber nee. Für den Arsch. Guten Morgen, ihr gönnenden Gruselfans. Oh Gott, was habt ihr jetzt alle mit diesem Horror-Unsinn? Nein, ich hätte nicht die Shorts nicht machen sollen, oder? Keine Ahnung. Grüß dich, Ken. Hi. Na bitte. Der Riese ist gefallen. Richtig, ja. Und einen neuen gesucht. Absolut korrekt.
Jetzt ist die große Frage, ob ich mir hier irgendwas freigeschaltet habe dadurch. Habe ich im Kerker irgendwo einen Weg übersehen? Nee. So, der hat da gepennt. Oben finde ich erstmal gut, aber ich glaube von hier, hier war ich glaube ich schon. Ja. Aua! Würdet ihr mal nicht? Warte, ich habe keine Flakons mehr. Bitte nicht hauen! Bitte nicht hauen! Ah! Hilfe! Okay. Oh, überlebe ich mit einem halben HP? Da steht da so ein Armbrustboy. Ah, verdammt. Also da lang bin ich auch nur zu diesem Riesen gekommen und wieder in den Kerker rein. Das heißt, ich muss ja nicht von hier jetzt starten. Dann kann ich auch von hier starten. Aber endlich. Okay. Oh, ich habe eigentlich jetzt nicht so große Lust, den ganzen Kerker zu säubern, ehrlich gesagt. Ich hatte jedoch gehofft, dass ich relativ zügig irgendwie einen Weg finde, aber ich schau noch mal. Also wird ja jetzt auch nicht hunderte Meter weit weg sein. Oh, hi, hallo. Da hinten ist noch was drin. Ich bin verwirrt. Ja, okay, kommen jetzt wieder die Ratten. Aua! Nee.
Nee, 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 Freunde. So nicht. Das sind nämlich 34.000 Seelen hier, die will ich schon haben. Genau, nee, hier komme ich zu dem, da ist wieder der Aufgang zum Riesen. Wo war denn noch irgendwie eine Tür oder so? Warte, was ist das da unten? Ach so, nee, da komme ich dorthin. Ja, okay. War da noch eine Tür, die ich nicht öffnen konnte? Wo verschlossen dran stand? Weil ich jetzt den Kerkerschlüssel habe, da unter mir irgendwo. Das ist hier irgendwo... Oh. Oder oben in Nord-Irithril, wie heißt die Stadt? Iri, irgendwie so, glaube ich. Nordwach, Nord... Nein, der Bait ist weg. Hier irgendwo einen Durchgang, den ich verpasst habe. Weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Italien? Es könnte schon sein, dass da unten was war, ne? Ah, Leute! Ah, Leute! Ich bin so schwer am Überlegen gerade. Gibt's bei dir gerade eine Pizza oder wie kommst du auf Italien? Da hinten drin auch nicht. Also, oben sehe ich es eigentlich auch nicht. Ach, da... Oh, was? Italien? Das ist ja auch keine Stadt. Okay. Ken. Ah, ja, der war diesmal so schlecht, dass ich ihn nicht verstanden habe. Beziehungsweise, der war vielleicht zu gut. Hier, das könnte natürlich sein, ne? Ach, dummen Ratten. Hier, das könnte sein, dass ich hier noch was verpasst habe. Also da oben ist ja auch noch ein Haufen Loot. Da kümmere ich mich mal eben drum. Ach, warum saufe ich jetzt an der Stelle? So ein Quatsch. Das könnte sein, dass da oben was war. Und wo kommen diese Viecher her? Von hier oben, oder wie?
Ja, dann kommt auch mal, bevor ich jetzt nach da vorne gehe, damit ich euch verprügeln kann. Was ist das denn? Ach so, erhöht Fluchresistenz. Das heißt, man hat natürlich erstmal ein bisschen mehr Fluch. Verstehe. Hallo? Da hoch? Ja. Nee, 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 nee. Wir lassen das mal kurz. Oh Gott, oh Gott, ach fuck. Blöde Mistviecher. Ich hasse sie so sehr. Die mit ihrem Giftnebel da, Fluchnebel. Na, zumindest ist jetzt der Ring aktiv, ne? Ja. Vorhin hatte ich ja nur die... Wo hatte ich eine Tür gefunden, die vielleicht verschlossen war? Ich denke, so langsam es war, vielleicht doch oben im Kerker. Aber ich habe unten noch nicht richtig geguckt, ne? Ich bin einfach... Ich gehe einfach davon aus, dass meine Erinnerung mich irgendwie nicht im Stich lässt, aber... Hat sich jetzt auch schon öfter gezeigt, dass das... Ach, komm ey. Oh, du hast was gedroppt. Ja, da oben ist aber keine Tür. Da ist kein Durchgang, keine Tür. Das heißt, das ist Quatsch. Da brauche ich nicht weiter hingucken. Und mich hier in Gefahr begeben. Unsinn. So, ihr zwei Riesenratten. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wenn du nicht weißt, wo was ist, frag dich, wo du sie letztens hingelegt hast. Ja, genau. Da drüben war ich noch nicht drin. Aber warte mal, warum komme ich denn jetzt von dieser Seite? Ich bin doch das ein andere Mal von hier gekommen. Ach so, lol. Okay, wow. Nee, ach, das ist ja wieder scheiße hier. Oh. Ey, nee. Das ist auch so eine miese Mechanik. Blöden Schweinebacken, ey.
einzeln kein Problem, aber wenn da fünf davon stehen, dann wird's assi. Oder sechs, sieben sogar. Ich würde sie halt gern platt machen, dass ich mich hier unten ordentlich umgucken kann. Hilfe! Kommt ihr mit? Nein! Ach, Mann! Ah, Mist! Viele von euch wissen, was jetzt kommt. Bleibt ruhig dran, Twitch. Es ist bloß eine Verabschiedung an die Leute, die auf YouTube eingeschaltet haben. Vielen Dank. Für diesen... Dass ihr mir dabei zuschaut, wie ich durch die Gegend irre und keine Ahnung habe. Und keine Ahnung habe, wo ich hin soll, was ich tue, was ich mache, wo ich bin. Ihr wisst schon. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.